Wir befinden uns in Schmalkalden, einer Stadt mit 40.000 Einwohnern. Die Gegend hier ist relativ bekannt durch den Wintersport. Wärmeerzeugung ist also wirklich wichtig für eine Stadt, die sich in einer Region wie dieser in Deutschland befindet. Das ist das große Kesselhaus in der Stadt Schmalkalden, wo wir drei Capstone C200 installiert haben. Die neuen Turbinen arbeiten sehr zuverlässig und gleichmäßig. Weitere Hauptkomponenten sind die Gasverdichter und die Wärmetauscher und dazu natürlich die Pumpen- und Steuerungstechnik, die eben für den Anlagenbetrieb notwendig sind. Wir haben ja in der Vergangenheit Wärme erzeugt, nur durch Gaskessel. Und in Deutschland wird angestrebt, nicht nur Wärme zu erzeugen, sondern mit einem Blockheizkraftwerk Wärme und Strom zu erzeugen. Diese Art Kesselhäuser ermöglicht abgelegenen Häusern der Stadt den Anschluss an ein Netzwerk, sodass nicht jeder einzelne Haushalt seinen eigenen Kessel benötigt. Durch Nutzung dieses Netzwerkes wird für die einzelnen Nutzer eine höhere Wirtschaftlichkeit bei den Heizkosten erzielt. Das Kesselhaus versorgt etwa 3000 Wohnungen und darüber hinaus 20 Industriebauten und die örtliche Hochschule für angewandte Wissenschaften mit Wärme. Diese Mikroturbinenanlage ist in zwei Teile unterteilt. In einem werden zwei C200-Turbinen mit Erdgas betrieben, in dem anderen wird eine C200 mit Biomethan betrieben. Dazu kaufen wir Biomethan aus dem Netz. Zurzeit wird also die Anlage mit einem Drittel Biomethan betrieben. Ziel ist es, die ganze Anlage auf den Betrieb mit Biomethan umzustellen. Der elektrische Wirkungsgrad dieser Turbinen beträgt ca. 33%. Reicht die Leistung, die thermische Leistung der Turbinenanlage aus, um den Wärmebedarf abzudecken? Im Winter läuft die Anlage komplett durch und liefert die Grundlast, die volle Leistung wird ins Netz eingespeist. Der Pufferspeicher dient eigentlich dazu, die in Zeiten, in denen vom Netz nicht die volle Wärme benötigt wird, die Wärme zu sammeln und dann für Zeiten wieder abzugeben oder in Zeiten wieder abzugeben, in denen die Wärme, der Wärmebedarf höher ist als das, was die Leistung der Turbinenanlage ist. Die Mikrogasturbinen haben einen hervorragenden Wirkungsgrad von 85 bis 88%, wenn man Wärme und Strom zusammenrechnet. Damit liegt man deutlich über einem Motor. Und uns kam es vordergründig auf die Erzeugung von Wärme an und als Nebenprodukt Strom. Und deswegen kommt eine Mikrogasturbine in Betracht. Und da gibt es nur sehr wenige Hersteller, die Technik dafür liefern können. Aus meiner Kenntnis heraus ist der einzige, der es richtig gut kann, Capstone.